Und damit willkommen zu einem erneuten Teil von Unlogische Dinge in Supernatural. Mittlerweile ein absolutes Kultformat auf YouTube. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Checkt gerne auch die Supernatural Playlist, falls ihr neu auf dem Kanal dazugestoßen seid. Und in diesem Sinne, weitere Punkte gerne in die Kommentare, Video ab dafür. Der erste Punkt ist, warum kann sich Crowley manchmal in den dämonensicheren Impala beamen und mal nicht? Und warum wirft er den Wagen nicht einfach um, wenn sie vor ihm wegfahren? Wie oft sind sie einfach weggefahren, vor beispielsweise Crowley? Er könnte mit einer einzigen Handbewegung den Wagen umschleudern, macht er aber nie. Und warum kann er sich mal reinbeamen, mal nicht? Das ist halt so unterschiedlich immer wieder. Und warum beschwören sie Crowley nicht öfter? Es ist gar nicht mal so schwer, Crowley zu fangen. Dick Roman hat es beispielsweise geschafft. Und ja, theoretisch kann er sich befreien, wenn man unvorsichtig ist oder beispielsweise mit dem Angel Blade einfach das Pentagramm zerstört. Aber normalerweise sollte man ihn durchaus im Schach halten können, gerade wenn man ihn direkt in der Engelsfalle beamt, beschwört und den Castellan direkt gefangen nimmt. Also es ist gar nicht mal so schwer, dennoch suchen sie teilweise einfach nach Crowley, obwohl man ihn beschwören kann. Der nächste Punkt ist, warum hat man gefühlt nie wieder Leviathane gesehen, nachdem Roman weg war? Haben die sich selbst gegessen oder was? Ich meine, zum Teil wissen wir, wurden die gejagt und erledigt von zum Beispiel Crowley. Und ja, die brauchen natürlich mehr oder weniger einen Headmaster, sage ich mal, der alles steuert wie Dick Roman, weil es schon immer so war. Dennoch, auch im Fegefeuer können die Leviathane mehr oder weniger eigenständig denken. Und auch so konnten sie bestimmte Dinge erledigen, Positionen einnehmen. Die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Sie brauchen halt nur den Anführer für bestimmte Entscheidungen. Dass man die nie wieder gesehen hat, obwohl die auch so mächtig sind, ist irgendwie weird. Ich meine, auch im Fegefeuer wurden sie nur mehr oder weniger relevant. Auch durch die Blüte, die entsteht, wenn sie sterben. Aber Dick Roman beispielsweise wurde nie wieder erwähnt, nie wieder gezeigt. Finde ich persönlich verschwendetes Potenzial. Der nächste Punkt ist, muss er Dean im Fegefeuer eigentlich essen oder nicht? Ich meine, er war ja nicht wirklich als Toter dort. Er wurde ja quasi direkt hingebeamt. Genau wie Castiel. Also, von was hat er sich bitte ernährt? War es nötig? Ich meine, wäre er permanent mit Cass unterwegs, könnte man irgendwie begründen, dass Cass ihn mehr oder weniger halt mit Antauflegen halt am Leben hielt oder was auch immer. Aber wie hat er sich ansonsten am Leben gehalten? Er war ja mit Benny hauptsächlich unterwegs. Sehr, sehr weird. Und wenn es eine Pforte zum Fegefeuer gibt, die sogar ein Sensenmann kennt, der als Taxifahrer fungiert, warum sucht Crowley überhaupt das Fegefeuer, wenn man es einfach schon weiß? Und es schien jetzt so, als wäre es irgendwas Neues. Es wurde einfach als Standardmöglichkeit etabliert, das Fegefeuer zu passieren. Also, warum genau ist das nicht vorher schon aufgetreten? Warum sucht Crowley das Fegefeuer, wenn es eine Pforte dahin gibt, die sogar bekannt ist? Für mich ein sehr, sehr weirder Punkt. Der nächste Punkt ist, wo waren die ganzen anderen Götter? Wo war Thor? Der nordische Gott Vili, der, ihr wisst schon, mit den 5 Achteln einer Jungfrau und dem Finger eines Forstriesen, der meinte ja auch, dass Mjölnir endlich wieder in seinem Besitz ist. Was ist mit Thor? Wir haben jeden aus seiner Family gesehen, sei es ein Loki, ein Odin, Sleipnir, Fenrir und so weiter. Also quasi nordische Götter und Wesen. Also zumindest eine Menge haben wir da gesehen. Aber wo war Thor? Allgemein haben wir viele Götter nicht gesehen, die noch offen sind, so gesehen vom Plot her. Die aber irgendwie präsent sein sollten. Und ich finde, da hätte man definitiv mehr Potenzial ausschöpfen können und die ein oder andere WLAN-Geist-Folge streichen können, hätte, glaube ich, mehr gebracht. Also, ein wenig Potenzial wurde hier verschwendet. Was auch irgendwie nie erklärt wurde, was ich aber schon mal erwähnt habe, ist halt die Höhle von Gabriel. Er sieht ja quasi genauso aus wie Loki und er wurde von Odin auch nie wirklich erkannt als Gabriel, obwohl man eigentlich eine Art Aura erkennen können sollte. Aber gut, das ist sowieso sehr, sehr weird. Und wie genau hat Asmodeus, wenn wir schon bei Gabriel sind, Gabriel gefangen genommen? Es muss ja nach der Apokalypse passiert sein, wo Gabriel auch seinen Tod getäuscht hat, vorgetäuscht hat. Aber wie genau hat Asmodeus Gabriel gefangen genommen? Das wurde nie erklärt. Es wurde auch nie genau gesagt, wer alles davon wusste. Eigentlich hätten einige davon wissen müssen, beispielsweise Metatron.
Also, dass das nie erwähnt wurde, ist schon irgendwie merkwürdig. Und am Ende hat sich das mit Asmodeus relativ schnell erledigt. Aber ganz ehrlich, das hätte man durchaus besser erklären können. Und warum hat Azrael nicht eines seiner besonderen Kinder besetzt? Geht das nicht? Eigentlich müsste es ja gehen, dass Sam mehrmals besetzt wurde. Sowohl von Engeln als auch von Dämonen. Galadriel und Crowley beispielsweise. Und warum genau kann Luzifers wahre Hülle überhaupt so einfach von Engeln und Dämonen besetzt werden? Das ist Luzifers wahre Hülle. Sam hat sogar dämonische Fähigkeiten erweckt. Und warum verlor Sam später seine ganzen Fähigkeiten am Anfang? War es ja auch nicht nötig, Blut zu trinken. Die Fähigkeiten hatte er einfach. Irgendwann waren die einfach weg. Also alles um die Hüllen herum, sag ich mal. Was ja das Ziel von Azrael war, aus späterer Sicht eben Luzifers perfekte Hülle heranzuzüchten. Das Ganze wurde gefühlt alles über den Haufen geworfen, nie wieder erwähnt. Und das, obwohl es viele, viele Möglichkeiten gab. Und wie hat Samuel Colt es geschafft, das Tor zur Hölle abzuschirmen? Und warum genau wurde das Konzept des Pentagramms mit den ganzen Bahnhöfen nie wieder genutzt? Ich meine, eigentlich ist es sowieso ein wenig weird, da normalerweise Teufelsfallen einen Dämon halten, so gesehen. Also eigentlich müssen sie ja, wenn sie diese Linie passieren, nicht mehr daraus gehen können. Das würde eigentlich mehr Sinn ergeben. Aber sie können diese eben auch nicht passieren. Und das ist irgendwie weird. Und dass das nie wieder aufgegriffen wurde, Samuel Colt allgemein auch nicht daran gehindert wurde und überhaupt dazu in der Lage war, ist ein wenig weird. Der Samuel Colt Serie oder mehr Flashbacks hätte ich auf jeden Fall gerne gesehen. Kam leider nie dazu. Aber gut, ich denke mal, das ist auf jeden Fall Potenzial für die Zukunft oder die Fortsetzung von Supernatural, falls jemals eine Fortsetzung kommen wird. Also, wer weiß, alles ist theoretisch möglich. Ja, der bei Supernatural, das wissen wir. Aber gut, in diesem Sinne würde ich sagen, schreibt mir gerne weitere unlogische Dinge in die Kommentare, was euch aufgefallen ist. Checkt gerne auch alle weiteren Teile ab bisher. Und es gibt inzwischen schon einige Teile. Und nochmal, das hier ist ein Spaßformat. Wir lieben alle Supernatural. Wir wollen jetzt nicht die Serie kaputt machen. Keine Serie ist wirklich zu 100% logisch. Und eine Serie, wo es über übernatürliche Wesen, Dämonen, Götter und dergleichen geht, sowieso nicht. Und nein, die Serie ist natürlich auch nicht zu 100% akkurat. Viele Dinge wurden für die Serie ein wenig umgeschrieben. Sei es auf irgendwelche heidnischen Götter bezogen, die tatsächliche Religion, Fähigkeiten, Orte und dergleichen. Das wurde natürlich alles ein wenig angepasst für die Serie, ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr mich fragt. Aber gut, dazu gerne auch eure Meinung in die Kommentare. In diesem Sinne, das nächste Video erscheint, wenn Crowley sich erneut in den Impala beamt. Bis zum nächsten Mal, ciao und tschüss.